Mein Name ist Lymari und willkommen zu einem neuen Guide. In dieser Folge geht es um den Abgrund-Dungeon Hildebrand-Palast, den ihr ab Gearscore 460 betreten könnt. Der erste Boss im Dungeon ist die Schwarze Königin. Die Hauptmechanik besteht aus vielen Spiegeln. Hierbei teleportiert sie sich bei 8 und 5 Lebensbalken in die Mitte und beschwört am Rand der Arena zahlreiche Spiegel in verschiedenen Farben. Zusätzlich erscheinen nacheinander zwei Magiewellen, die quer durch den Saal rollen und einen bei Kontakt sofort töten. Spiegel mit gleicher Farbe sind als Portal miteinander verbunden und können pro Welle einmalig benutzt werden, um auf die andere Seite der Welle zu kommen. Wichtig, benutzt niemals die lilafarbenen Spiegel, denn diese teleportieren euch nicht hinter die Welle. Eine zusätzliche Fähigkeit ist die Pizza. Hierbei teilt die Königin kreisförmig viermal hintereinander sehr viel Schaden aus. Der sichere Spot ist dabei je ein Viertel dieser Pizza. Dieser dreht sich im oder gegen den Uhrzeigersinn. Die Drehrichtung erkennt ihr an den blauen Kugeln am Anfang der Mechanik. Der letzte Boss heißt Breishaza. In der ersten Phase gibt es keine direkte Vibe-Mechanik. Bei der einzigen bemerkenswerten Mechanik teleportiert sie sich bei ca. 15 und 8 Lebensbalken in die Mitte der Arena und kippt das gesamte Spielfeld. Von oben rollen lilafarbene Kugeln auf euch zu, die euch beim Treffer versuchen in die Segen am unteren Ende zu drücken. Hier erleidet ihr sehr viel Schaden. Versucht euch bei Möglichkeit mit einem Sprung bzw. Teleport zu befreien. Während dieser Mechanik erscheint hin und wieder ein roter Kreis um einen der Spieler und etwas später ein roter Komet an dieser Position. Wenn dieser den Boss trifft, endet die Mechanik und das Spielfeld wird zurückgekippt. In der zweiten Phase wird es deutlich schwerer. Bei 34 und 26 Lebensbalken kommt ein Stagger bzw. Taumelcheck. Nutzt an dieser Stelle eure Fähigkeit mit viel Taumelschaden und werft gegebenenfalls Wirbelsturmgranaten. Beachtet hierbei den Balken unter dem Boss. Falls ihr das nicht schafft, stirbt die ganze Gruppe sofort. Die zweite Mechanik wird bei ca. 16 und 8 Lebensbalken gespielt. Dabei bekommt ein Spieler ein großes rotes X. Dieser sollte sich nicht mehr bewegen. Alle anderen Spieler bekommen einen Lichtstrahl, der ca. 45 Grad abdeckt. Dieser Lichtkegel sollte aus nächster Nähe auf das X eures Mitspielers zeigen. Um euch genauer ausrichten zu können, klickt einmal zurück und vor oder nutzt die Taste C und den Mauszeiger. Wenn ihr dies richtig macht, könnt ihr euch wegbewegen, wenn der riesige Meteor vom Himmel fällt. Wichtig, Videos mit anderen Mechaniken vor diesem Datum sind nach dem Patch veraltet. Ja, das war's mit dem Guide. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst oder auf Twitch vorbeischaut. Euer Lymari.